Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 7. Und im letzten Part haben wir jetzt irgendwie angekommen und. Ja. Was passiert? 61. Gut, das Shinra-Gebäude. Bitte. Wie war das? Wir müssen mit der Frau da unten sprechen, glaube ich.
Geschichte. Vier Schächte ist eine Ausrüstung. Die zwei sind nicht großartig, ist aber, wenn man jetzt das macht, dann ist sie dann schon ein bisschen besser. Oder nicht? Was können wir jetzt holen? Können wir jetzt denn eigentlich, ich glaube, 64 war auf? Also da war die Tür oben auf, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nein, aber noch nicht. Das ist das Fitness Center sozusagen. Und hier war das genau. Kann man in den hinteren Regale, kann man, oh, das war jetzt schon verschlossen. Verschlossen. Weißt du, ein Megafon? Das bringt mir nichts. Ein Megafon. Ja, das ist ein Megafon. Und ich würde sagen, das ist gute 6 Minuten. Nein, wir machen das noch. Geh mal auf. Defekt. Okay, hier können wir speichern und können wir auch pennen. Das heißt, wir gucken uns ein bisschen aus hier. So, gepennt. Und was haben wir jetzt? Alles wieder voll. Ist relativ geil, muss ich sagen. Vor allem, weil erstmal sowieso kein Kampf kommt. Und wenn dann irgendwann mal, ich denke mal, jeder weiß von euch, dass hier ein Bosskampf kommen wird, ist es doch schön, wenn man gepennt hat. Beziehungsweise, wenn alles voll ist. Und man nicht irgendwelche Sachen verbrauchen muss. Hier können wir auch durch. Das Adel in einem kleinen Rätsel mit Monstern. Aus, das doof ist. Weil die Monster. Ah, ne, ist schon gut. Ja. Mit Gelbe Bollmark, Königin.
wissen, was, warum Midgar eigentlich so schlimm ist. Das will ich nur noch rausfinden. Ich werde es euch noch zeigen. Nein, wir werden es. Ich werde es spätestens nach dem Chernobyl sehen, warum Midgar eigentlich so schlimm ist. Für die Welt. Klick. So. Treffen mitgehalten. Und Monster halten. Ist nicht schön. Ach ja. Speichern gehen.